Einen wunderschönen Nachmittag oder wann immer ihr dieses Video guckt. Ihr seid hier bei den Alrix und wir probieren heute mal zusammen was Neues aus. Undo. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist kein Pen and Paper. Es ist ein Erzählspiel, das in etwa um die 60 Minuten dauert. Dabei verkörpern die Spieler Schicksalsweber. Bei Undo ist immer ein tragischer Unfall, meist ein Todesfall geschehen. Und wir können das als Spieler verhindern, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen. Das Todesopfer in diesem Fall führt uns ins Cthulhu-Universum, wo wir versuchen werden, die Vorereignisse so zu verändern, dass der Tote eben nicht verstirbt. Dafür haben wir hier 13 Karten aufgelegt. Die 12. wird uns gleich verraten, was geschehen ist. Und dann können wir versuchen, den Lauf der Geschichte so zu verändern, dass dieses Ereignis nicht eintritt. Dazu sind die ersten 11 Karten gut. Wir können uns pro Zug gemeinsam entscheiden, welche dieser Karten wir aufdecken. Alle 11 haben sich vor dem schlimmen Ereignis unter der 12. Karte zugetragen und dazu geführt, dass dieses Ereignis eben stattgefunden hat. Es gibt dann auch noch eine 13. Karte. Die hat die Besonderheit, dass sie dann stattfindet, wenn das Ereignis eigentlich schon geschehen ist. Ich habe keine Ahnung, was sich darunter befinden kann. Das ist auch bei jedem der Undo-Fälle etwas anders, was man dort finden kann. Irgendeinen Hinweis wird es uns wahrscheinlich geben auf die Geschichte. Bei jeder Karte gibt es 3 Optionen, die wir verändern können. Das sind die kleinen Karten hier darüber. Die geben uns Punkte und dadurch entsteht am Ende eine Wertung, die uns sagt, ob wir es geschafft haben, das Schicksal mit unseren kleinen Zeitreisen so zu verändern, dass die Person unter der 12. Karte nicht stirbt. Unter den Karten befindet sich, also genau auf der anderen Seite der Karten, befinden sich jeweils Hinweiskärtchen. Die geben uns einen Tipp zur jeweiligen Karte, wenn wir es brauchen, wenn wir einen benötigen. Wir können uns insgesamt 4 dieser Hinweiskärtchen über das ganze Spiel verteilt ansehen. Genau, den Niki hat schon in der Hand. Symbolisiert durch kleine Lupenkärtchen. Die machen nichts weiter als ein Zähler zu sein für benutzte Hinweiskärtchen. Wir können dann immer eine vom Stapel entfernen und wissen dann, okay, ja, wir können uns noch 3 Hinweiskärtchen ansehen. Ungefähr genauso funktioniert es mit diesen kleinen Zeitkärtchen hier. Das Spiel geht über 9 Züge. Das bedeutet, wir können uns insgesamt 9 Karten ansehen. Und für jede Karte, die wir uns angesehen haben, können wir, es sind 9 Zeitkärtchen, eine dieser Zeitkärtchen vom Stapel entfernen und wissen dann, okay, wie viele sind noch über? 8, wir haben noch 8 Züge. Kann man auch so mittracken, wenn man sich's merkt, oder halt diese Hinweiskärtchen als Hilfe verwenden. Ja, das wird wahrscheinlich gleich noch etwas klarer werden. Ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an und die Marina wird uns vorlesen, was sich unter der 12. Karte befindet. Kleiner Disclaimer. Wenn ihr euch das Video anseht, könnt ihr das Spiel nicht mehr spielen. Dann kennt ihr die gesamte Geschichte und es macht keinen Sinn mehr, das nochmal zu spielen, außer ihr wollt es irgendjemandem zeigen, um vielleicht ein anderes Undo mit jemandem gemeinsam zu spielen. Gut, wo das gesagt ist, fangen wir an. Verbotenes Wissen, Friedhof im Sumpf, 30. Juli 1923, 2.47 Uhr. Ein Mann Ende 20 steht mit entsetztem Gesicht an einer geöffneten Gruft. Das spärliche Licht seiner Laterne zeigt eine Treppe, die in die Tiefe führt. Neben ihm liegen ein Rucksack, ein Spaten und ein Telefon, dessen Kabel der Treppe in die Dunkelheit folgt. »Hau ab! Hau ab! Leg die Platte drauf und hau ab!« dröhnt es panisch aus dem Hörer. »Ich lass dich nicht im Stich, Harley«, sagt er mit zitternder Stimme. Dabei wandert sein Blick auf die schwere, beiseite geschobene Grabplatte. »Hörst du mich, Harley?« schreit er. Ein Knacken des Telefons lässt ihn innehalten. Eine dumpfe, entrückte, galertartige Stimme dringt heraus. »Harley ist tot, du Narr!« Der Mann beginnt hysterisch zu lachen. Zum Schutze seines eigenen Geistes versagt sein Herz und er fällt leblos zu Boden. Lest auf Seite A4 der Anleitungskarte weiter. Ja, das sind diese kleinen Anleitungskärtchen, ja. Die sind dem Spiel beigelegt und denen kann man quasi folgen. Und da steht immer, was als nächstes zu tun ist. In diesem Fall ist es immer nach dem Lesen der Karte Nummer 12, lest man das Hinweiskärtchen unter der Karte.
Das ist ein Hinweis zum Kabel, was in die Gruft führt. Das lange Kabel läuft über eine Kabeltrommel. Über 50 Meter davon wurden abgerollt. Die Verbindung wird immer wieder durch ein Knistern unterbrochen. Also der ist sehr tief drinne, wie es aussieht. Das ist jetzt alles, was wir haben, um mit dem ersten Zug zu beginnen. Da starten wir gleich mal bei Podrick. Und Andu ist ein Gemeinschaftsspiel. Auch wenn es in Züge unterteilt ist, das bedeutet, wir als Gruppe suchen uns jetzt eine dieser Karten aus, machen also den ersten Zeitsprung und lesen dann, was dort steht und was für Optionen wir haben, um die Geschichte zu verändern. Es gilt halt immer, der Spieler, der gerade dran ist, hat immer die letzte Entscheidungsgewalt. Also wir können mitdiskutieren, wir können auch gemeinsam zu einer Lösung kommen, aber sollten wir nicht weiterkommen, sollten Spieler unterschiedlicher Meinung sein, hast du jetzt in diesem Zug, Podrick, immer die Entscheidungsgewalt, welche Karte wir uns ansehen und welche der drei Optionen wir dann nehmen. Okay, aber es geht dann mal darum, dass auf einem Friedhof in Sumpf steht jemand bei einer Gruft und sie haben quasi ein Kabel, ich nehme mal irgendeine Art von Telefon, und an der anderen Leitung ist Harley. Und Harley ist tot. Behauptet Weil zumindest die Stimme. Irgendeine Stimme sagt, Harley ist tot. Und deshalb stirbt der Mann, der Ende 20 ist. Mhm. Die Karten fangen halt an hier vor 50 Millionen Jahren. Eine unbekannte Dimension. Dann ich wäre schon neugierig, weiß aber nicht, ob das wirklich hilft. Wir haben hier welche vor 38 Sekunden, also kurz bevor... Lies mal vor, was haben wir denn da bis zu mir? Wir haben hier zwei Karten Friedhof im Sumpf, einmal vor 38 Sekunden und vor 35 Minuten. Und dann haben wir vor einem Tag zwei Karten. Auch alles in Arkham. Alles in Arkham. In einem Privathaus. Dann vor einem Monat. In dem Privathaus und dann vor einem Jahr, vor 4 Jahren, vor 9 Jahren, vor 30 und vor 31 Jahren an verschiedensten Orten. Und vor 50 Millionen Jahren. In einer unbekannten Dimension. Drunter liegen ja immer diese Hinweiskärtchen, wo draufsteht zum Beispiel Bücher, Elternhaus. Das gibt einfach zu diesem Wort quasi mehr Infos. Die können wir aber nur lesen, wenn wir diese Hinweiskärtchen einsetzen. Aber wir wissen schon mal, zu welchem Thema es ein Hinweis sein wird. Und die Karte vor 50 Millionen Jahren, da geht es um ein Wesen. Sehr spannend auf jeden Fall. Okay, Podrick, was möchtest du? Was ist die letzte? Die, ein Tag später, Polizeistation in Arkham. Also offensichtlich... Irgendeine Konklusion. Ja, irgendwer versucht aufzuklären, was passiert ist. Ne? Okay, also das würde für mich schon mal spannend klingen. Also einen Tag vor der Kirche von Arkham gibt es dann einen Hinweis zu einem Lazarus. Den müssen wir auf jeden Fall nehmen. Wir werden ihn nicht los. Also ich wäre für Bibliothek von Arkham vor 4 Jahren, weil ich denke, dass dieses gesamte Abenteuer, was er hier erlebt hat auf dem Friedhof, denke ich mal ziemlich sicher hier gestartet hat. Also ich vermute vielleicht, dass er irgendein Buch gelesen hat in Arkham und dadurch auf die Fährte gekommen ist. Okay. Mhm. Dann nimm es mal hoch. Ja, nimm es mal hoch. Also ich wäre für Arkham. Ist für mich so gut wie alles andere im Moment. Ja, ja, der erste Hinweis. Leg mal ein Zeitkärtchen noch weg. Gib's mir einfach, ich werde die hier verschwinden lassen. Vor 4 Jahren, Bibliothek von Arkham, 2. Mai 1919, 3.12 Uhr. Das ist unglaublich, flüstert der Mann mit Brille seiner Begleitung zu. Wenn nur die Hälfte dieser Texte stimmt, könnte sich etwas Unfassbares dahinter verbergen. Dabei grinst er verschwörerisch und denkt sich im Geheimen, ich muss herausfinden, um was es sich bei dem Ding tief in der Erde handelt. Gierig schiebt er sich mehrere asiatisch anmutende Bücher unter seiner Jacke. Lass uns gehen, bevor der Wachmann wieder aufwacht. Ihr sorgt dafür, dass sich bei dem Ding um A... ein unvergängliches Gefäß der Unsterblichkeit handelt? Was? Die ewige Kerze der Beschwörung handelt? Oder C, das verfaulte Buch der Unsichtbarkeit handelt? Wie das, was er klauen will, oder wie? Ja. Das Ding, das er sich untergesteckt hat. Es klingt alles gleich weird. Okay, Leute, Hinweis. Hinweis. Ich glaube auch ein Hinweis wäre hier vorteilhaft. Interessant ist, dass bei den Optionen A, B, C jeweils ein Symbol dabei ist. Sagen Sie es aus? Bestimmt nur zur Verunsicherung von uns Spielerinnen und Spielern. Hm.
Also ich würde die ewige Kerze der Beschwörung eventuell nicht mitnehmen, weil vielleicht haben die da irgendetwas beschworen. Und wenn er die Kerze nicht hat, dann können sie es nicht beschwören. Aber mit dem Buch der Unsichtbarkeit könnte er vielleicht entkommen. Bei Cthulhu ist es immer gut, sich zu verstecken. Also ich würde auch den Hinweis nehmen. Ich bin für den Hinweis, Leute. Ja, ja, würde ich auch sagen. Wir sind da was irgendwo hineingestolpert. Bücher. Zu den Büchern. Alle Bücher stammen aus dem gesicherten Teil der Bibliothek, in dem verbotene Texte gelagert werden. Es handelt sich um Schriftwerke, die für die Seelen ihrer Leser gefährlich werden können. Ho, ho, ho. Ja, okay, gut, es hilft uns jetzt auch nicht wirklich bei der Auswahl. Das war klar irgendwie. Eigentlich schon, weil sonst wäre es ja kein gesicherter Teil der Bibliothek in Arkham. Okay, ich bin völlig ratlos, ehrlich gesagt, was da jetzt gut oder schlecht ist. Okay, und ich muss herausfinden, um was es sich bei dem Ding tief in der Erde handelt. Und das Ding ist entweder das unvergessliche Gefäß der Unsterblichkeit, die ewige Kerze der Beschwörung oder das verfaulte Buch der Unsichtbarkeit. Aber oder es geht um die Bücher. Nein, nein, das Buch will er mitnehmen, das ist nicht das Ding, oder? Nein, nein, nein. Das Ding tief in der Erde ist eins von diesen Dingen. Okay. Oh, okay, ah, okay, okay. Ah, okay. Das nimmt er nicht mit, sondern er will herausfinden, was dieses Ding ist und wir entscheiden quasi, was das Ding ist. Und ich glaube, die Bücher, die er mitnimmt, erzählen mehr über das Ding. Ich bin irgendwie für das verfaulte Buch der Unsichtbarkeit. Ja, ja, wäre ich auch. Wenn das unten ist, dann kann uns das helfen. Oder ihm halt. Oder es, ja, ich weiß nicht. Ich bin auch irgendwie für das Buch. Ich bin für die Unsichtbarkeit. Das klingt noch am ehesten so, als würden wir da was aufhalten. Ja, bist du auch dafür, Patrick? Ja, ja. Ja, dann machen wir das so. Dann wäre das C. Okay, wir haben jetzt drei Kärtchen, 5C, und wir erfahren jetzt, ob wir eine Nullwertung haben, also ob das überhaupt nichts verändert hat. Negativ ist schlecht, das bedeutet, wir haben es verschlechtert. Positiv bedeutet, wir haben was Gutes getan. Genau, am Ende, wenn wir 9 Karten uns angesehen haben, gibt es eine Punktewertung. Die Punkte zählt man zusammen und dann sieht man in den Regeln nach, ob das jetzt... ja, ob wir das Schicksal verändern konnten. Und 5C ist plus 1. Ja, ist schon mal ganz gut. Wir haben schon mal nicht daneben gegriffen. Wir haben es schon mal nicht verschlimmert. Okay. Die Zahlen gehen übrigens von minus 2 bis plus 2. Genau. 2 ist besonders gut und nicht bei jedem gibt es überhaupt eine minus oder plus 2. Stimmt, nicht überall gibt es eine plus 2. Es kann auch sein, dass plus 1 das Beste ist, das du hier erreichen kannst. Ja. Ja. Machen wir im Uhrzeigersinn weiter. Dann würde ich 35 Minuten zurückgehen von dem Vorfall, um zu schauen, was quasi eine halbe Stunde vorher passiert ist, bevor die Stimme am Telefon da war. Vor 35 Minuten, Friedhof im Sumpf. 30. Juli 1923, 2.12 Uhr. Der Verstorbene steht mit einem gleichaltrigen Mann mit Brille auf einem verwitterten Friedhof. Ein blasser Halbmond spendet fades Licht. Die umstehenden Grabsteine sind mit Moos überzogen. In das schwarze Loch einer geöffneten Gruft führt eine Treppe hinab. Bestialische Gase entweichen daraus. »Wer geht nun rein?«, fragt der Verstorbene ängstlich, als er in die Tiefe blickt. Der andere überlegt und blickt auf ihre Ausrüstung. Ihr sorgt dafür, dass A, der Verstorbene sich überwindet und mitgeht, damit der andere nicht alles für sich beansprucht. B, der Mann mit der Brille entscheidet, du gehst, nimm den Revolver mit, ich passe auf, dass dir niemand folgt. Und C, der Mann mit der Brille, das ängstliche Zögern nutzt, sich das Buch schnappt und alleine runtergeht. Puh. Wer war unten? Harley. Ich nehme an, das ist der Mann mit der Brille. Der Mann mit der Brille, ja. War unten. Also entweder wir gehen beide oder der Harley entscheidet, dass wir runtergehen mit Revolver. Okay. Oder der Harley schnappt sich das Buch und geht alleine runter. Er ist ja im Endeffekt alleine. Er ist ja alleine runter. Das war genau das, was er getan hat. Ne? Also genau. Können wir das eigentlich ausschließen. Jetzt ist die Frage, ob... Also ein Revolver, ne? Wenn es eine Stange Dynamit wäre, sage ich okay. Sofort. Aber ein Revolver... Ja, gemeinsam runtergehen. Ja, gemeinsam. Ich auch gemeinsam. Ja. Gehen wir gemeinsam unter. Gehen wir gemeinsam runter. Und ich würde jetzt auch nicht die Ausrüstung uns angucken. Denn dieser Harvey war ein alter Mann, ne? Nein, das wissen wir nicht. Ja, so Mann mit Brille Mann,
Mann mit Brille kann alles sein. Mit einem gleichaltrigen Mann. Ah, gleichaltrig. Ah, und wir sind Mitte 20. Wir sind Mitte 20, also gibt es da jetzt keine Vor- oder Nachteile durchs Alter. Dann nehmen wir die A. Gemeinsam? Dass wir gemeinsam runtergehen. Minus eins. Und wir haben ein Zusatzsymbol drauf. Wahnsinn. Oh, fuck. Wählt jetzt eins der folgenden drei Symbole. Die Spinne, das Auge oder den Totenschädel. Für jeden weiteren Wahnsinn bis zum dritten müsst ihr ein anderes Symbol wählen. Am Spielende zählen Minuspunkte von Antworten mit gewählten Symbolen doppelt. Okay. Aber wir wissen ja nicht... Ah, okay. Die Symbole sind... Es sind immer ein Auge, eine Spinne, oder? Ja. Aber nur die Minuspunkte zählen doppelt. Ja. Also das ist jetzt ein minus eins Auge. Das heißt, wenn wir das Auge wählen, ist das schon mal minus zwei. Minus zwei, ja. Ja, dann nehmen wir die Spinne oder den Totenkopf, oder? Ja. Und gucken, dass wir keinen Wahnsinn mehr aufdecken. Diese Symbole dürfen wir dann nicht mehr verwenden. Also wählen. Doch. Wir sagen, wenn wir jetzt Spinne nehmen dann und noch mehr von diesen Wahnsinnskarten haben, dann zählt alles mit Spinne doppelt. Ja. Hier haben wir schon Auge, also Auge ist schon mal raus. Ja, dann Spinne. Dann nehmen wir Spinne. Ja. Spinne, merkt es euch mit, Spinne. Okay, Mist. Wer ist dann, aber... Es kann doch keinen Unterschied gemacht haben, wenn wir alleine runtergehen, nur mit einem Revolver, oder? Ja, das wissen wir vielleicht am Ende. Also wenn wir zusammen runtergehen, hätten wir eigentlich auch den Revolver dabei. Zumindest, wenn wir vernünftig sind, ja. Aber puh. Vielleicht wäre C, er schnappt sich das Buch und geht alleine runter. Wer weiß, was das Buch bewirkt hätte. Vielleicht kommt mit dem Buch auf das Monster. Ja, nein, vielleicht ist es das Buch der Unsichtbarkeit. Ja. Vielleicht. Hätten wir die Ausrüstung lesen müssen. Ja. Ja, okay. Nicht zu sparsam sein mit den Hinweisen. Ich glaube, ich nehme vor einem Tag des Privates in Arkham, da kommt ein blaugraues Pulver vor. Auch spannend wäre die siebte Karte. Da gibt es nämlich bei den Auflösungskarten steht nicht 7 ABC, sondern 7 und komische Zeichen. Ja, dann lassen wir das. Okay, sieht schon böse aus. Dann nehme ich vor einem Tag das Privathaus in Arkham. Okay? Ja. Vor einem Tag, Privathaus in Arkham, 29. Juli 1923, 11:07. Das, lieber Randolph, wird uns unsterblich machen, sagt ein junger Mann bedeutungsschwer zu seinem Gegenüber. Dein Vater wäre stolz auf dich. Sie haben auf einem Küchentisch einige Gegenstände ausgebreitet und packen diese nun in zwei Rucksäcke. Als sie alles verstaut haben, fragt er, haben wir irgendetwas vergessen, Randolph? Ihr sorgt dafür, dass Randolph antwortet. A. Mit diesem Holzpflock würde ich mich sicherer fühlen. B. Ich würde gern diesen fünfzackigen Anhänger von meiner Mutter mitnehmen. Und C. Natürlich nehmen wir das blaugraue Pulver mit, schließlich geht es auf einen Friedhof. Was ist die Spinne? Die Spinne ist der Holzpflock. Gott sei Dank. Und das blaugraue Pulver, wo es einen Hinweis gäbe, ist Variante C. Ja, sehen wir uns den Hinweis an. Wir können uns nicht. Ich glaube, das ist also zu wichtig. Wir können es uns nicht leisten im Moment. Haben wir schon zwei Hinweise? Er hatte gerade den zweiten. Ah, okay. Zwei können wir uns noch ansehen. Okay. Das blaugraue Pulver stammt von den Resten einer zerstoßenen Leiche. Dunklen Legenden nach soll man mit den richtigen Worten dieser Leiche wieder zu den Toten erheben können. Wieder von den Toten erheben können. Ja, das wollen wir eigentlich nicht, oder? Ja, kennt man jetzt aus den Lovecraft-Geschichten, aber will man das? Will man das? Ich würde eher den Anhänger mitnehmen, weil das irgendein älteres Zeichen sein könnte, was uns vielleicht schützt. Ist das Symbol ein Stern mit einem Auge drin? Fünfzackig. Könnte hinkommen. Könnte helfen. Also der Flock ist schon mal Blödsinn, glaube ich. Und er ist eine Spinne. Doppeltes Nein. Ja. Aber das Problem war doch wahrscheinlich das Pulver, oder? Wenn die da unten nichts erweckt haben, dann kann sie auch nichts töten eigentlich. Stimmt. Ja, deshalb wäre es gut, wenn wir das Pulver nicht mitnehmen, ja, wie den Anhänger. Irgendwie ja. Ja, ich wäre auch für Anhänger. Dann wäre das B. Nehmen wir den Anhänger. Und? Plus eins. Boah. Yes. Der Anhänger war es. Also ich möchte total gern wissen, was auf der Polizeistation war. Dann 13, gebe ich dir. Ich möchte 13. Dann gebe ich dir die Karte.
Ein Tag später, Polizeistation in Arkham, 30. Juli 1923, 14.13 Uhr. Beruhigen Sie sich. Der Polizist rollt mit den Augen. Sicher war Ihr Sohn auf einer Party und wacht gerade neben einer hübschen Blonden auf. Die ältere Dame schüttelt den Kopf. Mein Randolph macht sich nichts aus Partys. Wäre er nur nicht diesem Warren begegnet. Seitdem hat er sich so verändert. Er wollte mir heute am Haus etwas reparieren, kam aber nicht. Es muss ihm etwas passiert sein. Nachdenklich antwortet der Polizist. Warren, der arrogante Spinner? Den habe ich doch heute Morgen bei der Kirche gesehen. Ihr sorgt dafür, dass der Polizist A. den durchgeknallten Harley aufsucht und befragt, B. Dr. Henry Armitage, den Bibliothekar der örtlichen Universität, zu Rate zieht, C. einen Suchtrupp losschickt. Also B, das ist eindeutig B. Wer ist jetzt Warren? Warren ist wahrscheinlich... Der zweite Junge. Nein. Oder? Harley. Der unten ist Harley. Achso, Harley. Und Warren müssten dann wir sein. Also nein, der wir Tod. Sind Randolph. Ha. Und Warren ist der dritte im Bunde? Gibt's den dritten? Muss nicht sein, dass wir Randolph sind. Naja. Da wurde nur mit einem Randolph geredet. Ich würde auch fast den Bibliothekar zu Rate ziehen. Ja, unbedingt. Ich meine, alle von euch, die Lovecraft-Geschichten gelesen haben, haben mittlerweile wahrscheinlich Parallelen erkannt zu der Geschichte, die Aussage des Randolph Carter. Daher denke ich mal, dass wir hier nicht Randolph sind, sondern nicht spoilern. Harley und Warren. Also ja, ich möchte B. B ist die Spinne, aber ich möchte Dr. Henry Armitage befragen. Aber das würde doch heißen, dass Randolph nicht den fünfzeiligen Anhänger mit hatte. Ja, wahrscheinlich in der Originalgeschichte nicht. Aber sollen wir jetzt mal B aufdecken? Ja, nimm B. Wir reden mit Armitage, immer der Fels in der Brandung. Null. Ach, scheiße. Aber da steht noch was drunter. Falls tatsächlich böse Mächte am Werk sein sollten, ist Henry der Einzige, der die Menschheit vielleicht davor bewahren könnte. Für den Tod des Verstorbenen könnt ihr hier natürlich nichts mehr ausrichten. Also ja, wir haben vielleicht... Ach, scheiße, weil es zu spät war, ne? Ja. Weil es schon passiert ist. Aber vielleicht retten wir die Menschheit Ach, jetzt nein. dafür. Oh, okay, das... Es war die Spinne, aber es ist null, also es ist nicht es passiert, ist egal. Ja. Gar nichts ist passiert. Okay, wir haben... Was auf die vier. Wir hatten vier Züge. Also wir können noch fünf Karten aufdecken. Oh, das ist ja fast alles. Podrick, wohin soll's gehen? Zurück in die Vergangenheit. Ich würde gerne die 50 Millionen Jahre aufdecken. Ja. Unbedingt, ja. Ich zück schon mal den Hinweis. Nein, den Hinweis brauchen wir nicht. Wieso nicht? Wieso nicht? Das ist Cthulhu. Was hat 50 Millionen Jahre vor unserer Zeit angefangen, dass der Typ dann gestorben ist? Vor 50 Millionen Jahren eine unbekannte Dimension. Wie in einem Traum erscheint euch eine gigantische Bibliothek. Zwischen den endlosen hohen Regalen huschen bizarre Wesen, die dort das Wissen unzähliger Welten und Zeiten horten. Eines der Wesen sitzt an einer Art Schreibpult, auf dem ein rotes Buch liegt. Es füllt dessen Seiten in unglaublicher Geschwindigkeit mit Zeichen, die ihr noch nie gesehen habt. Erschrocken stellt ihr fest, dass das Wesen plötzlich in eure Richtung blickt. Eine Stimme ertönt in eurem Kopf. Kennt ihr das Buch nicht bereits? Dennoch wollt ihr es haben. Fragezeichen. Schnell entscheidet ihr euch, dass ihr schleunigst diese Zeit verlasst, ohne etwas zu ändern. Versucht dem Wesen das Buch zu entreißen. Versucht mit dem Wesen zu sprechen. Schleunigst zu verlassen wäre die Spinne. Hinweis. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man versucht mit dem zu sprechen, dann wird das Wahnsinn. Dass das dann Wahnsinn sein könnte. Ich werde für das Buch entreißen. Ein rotes Buch. Kennt ihr das Buch bereits? Hinweis. Ich will für den Hinweis. Ich möchte wissen, was das für ein Wesen ist. Wir haben aber nur mehr zwei Hinweise. Ja, und noch sehr viele Karten. Stimmt. Ja, das Wesen, ich glaube, es ist nicht so effizient. Ich glaube auch nicht, dass es effizient ist. Es ist genauso wie bei den Büchern. Zwei gegen zwei. Also, schon wenn ich diese Zeit verlassen, was die Spinne wäre. Ja, zur Not entscheidet Podrick, was sie tun. Ich werde für das Buch entreißen. Ich glaube, alles kann böse enden. Ich wäre fast für schnell weg. Also,
Wir haben das Flüchten, wo du meintest, das gibt, das ändert nichts. Ja, das muss dann zwangsläufig die Null sein eigentlich. Ja. Könnte sein. Dann wäre das auch hinlänglich, das heißt, wenn es die Spinne wäre. Ne? Genau. Aber oder, das heißt, oder da ist was geändert worden. Es muss nicht die Null sein, weil wir wissen ja nicht, was passiert ist. Mhm. Die anderen Optionen waren Buch stehlen oder mit zu ihm reden. Zu wandeln, ja. Stehlen oder reden? Ach, wahrscheinlich eher reden. Stehlen werden wir nicht schaffen, oder? Aber es ist Cthulhu, ne? Fliehen ist immer eine Option. Obwohl es eine Spinne ist, aber... Ich glaube, Fliehen ist safe. Würde ich jetzt auch sagen, aber mich würde interessieren, was passiert bei... Ja, aber Leute, wir brauchen Pluspunkte. Wir haben noch nichts. Wir sind jetzt auf plus 1. Wir sind auf plus 1. Hey. So retten wir niemanden. Wir sind auf 0, oder? Nein, da haben wir noch ein plus 1. Ja, wir können es uns leisten, wahrscheinlich hier nochmal eine Nuller-Runde zu machen. Also was ist, wenn wir sagen, wir bleiben bei 0, wenn es denn 0 ist, und am Ende sehen wir uns dann noch die anderen Optionen an? Ja, wollt ihr nicht den Hinweis noch nehmen, bevor wir einfach das interessiert mich nicht, was also für ein Wesen ist. Wer ist für A, wer ist für Wegrennen? Okay. Wer ist fürs Buch Interessen? Und wer ist mit dem Wesen sprechen? Ja. A. Ah. Und? Was ist A jetzt? Wo reitest du uns rein? Das war Ihre Entscheidung. Du darfst uns overrulen. Ich hab die Mehrheit. Also wir laufen. War Null. Ja, safe choice, ja. Okay. Dann haben wir jetzt noch 4 Karten, also jetzt muss es sitzen. Wo gehen wir hin? Ich glaube, ich möchte gern auf den Friedhof gehen, aber vor 31 Jahren. Okay. Vor 31 Jahren, Friedhof im Sumpf, 10. Februar 1892, früher Abend. Ein vermummter Mann mit einem Bündel auf dem Rücken und einem Spaten in der Hand irrt erschöpft durch den nebelverhangenen Sumpf. Die vergangenen Stunden lasten schwer auf seinen Schultern. Das Versprechen an die Mutter seines Kindes lässt ihn durchhalten. Er versucht, seine Sinne beisammen zu halten und sich an die Geschichten seines Großvaters zu erinnern. Oft handelten sie von einem uralten Friedhof im Sumpf. Er betet zu Gott, ihm den richtigen Weg zu weisen. Ihr sorgt dafür, dass der Mann A. im Sumpf nicht fündig wird und stattdessen das Bündel mit in den Wald nimmt, B. eine Karte vom Sumpf anfertigt und beschließt, sie seinem Testament beizufügen, C. nach seiner Rückkehr der Mutter seines Kindes einen Antrag macht. Nicht B. Nicht B. Nicht B. Keine Karte. Die finden die und reiten sich rein. Genau. Also heiraten oder Bündel im Wald verbuddeln? Im Bündel, ich würde das Bündel, ich würd auch Wald, Bündel. Bündel in den Wald bringen. Dann ist es bitte einmal die Antwort A. Wäre fast dafür, aber, ich weiß, ihr wollt es nicht hören, aber Hinweis. Ja, was ist im Bündel? Genau, was ist im Bündel? Vielleicht ist da ein Baby drin. Und? Ja, ein verbuddelten Baby. Aber ist das Baby jetzt im Wald oder im Sumpf verbuddelt? Ich glaube eher, das ist dieses Buch oder so. Wahrscheinlich. Okay, ja, oder irgendein Artefakt. Hinweis. Ich glaube, es ist unnötig, weil egal, was da drin ist in dem Bündel, ich würde immer A nehmen. Würde das an eurer Entscheidung was ändern? Ich meine, Karte vom Sumpf anfertigen. Ja, das fällt aus. Das fällt weg. Da sind wir uns einig. Einen Antrag machen ist völlig wurscht, glaube ich. Ist wahrscheinlich egal. Oder, ja, das stimmt. Oder das ist die am Ende die alte Dame, die... Die Mutter. Die Mutter. Das könnte also der Vater sein. Nein, vor 31 Jahren? Nein. Nein. Er hat ja schon ein Kind. Stimmt, ja. Ja, okay, dann nehmen wir Verbuddeln. Nehmen wir A. Also nicht den Hinweis. Nein, nicht den Hinweis. Was ist es? Spinne, Auge? Oder? Das wäre ein Auge, die A. Okay, scheiße. Wenn das jetzt Minus ist, dann ist es plus 1. Boah. Hui. Okay, das heißt, wir haben plus 2. Hattest du recht. Ich würde sagen, wir brauchen so um die 4-5 Punkte. Okay, und wir haben noch 3 Karten. Wir können noch 3 Zeitsprünge machen. Ich nehme die Kirche vor einem Tag. Ja, aber der Hinweis ist jetzt Lazarus, also gucken wir mal. Okay, Lazarus, ja. Das kann gut sein oder schlecht. Es musste ja so kommen. Vor einem Tag. Kirche in Arkham, 29. Juli 1923, 16.55 Uhr. Es läutet zur Messe und die Gläubigen eilen herbei. Am Tor legt ein junger Mann einer älteren Dame die Hand auf die Schulter. Sie dreht sich um, streichelt ihm über die Wange und lächelt liebevoll.
Ich wollte dich nur noch mal sehen. Du hast dich immer so gut um mich gekümmert, sagt er mit tränenerstickter Stimme. Was ist denn los, mein Junge? Fragt sie sorgenvoll. Sie schaut zur sich schließenden Kirchentür und sagt, komm, wir gehen rein, erzähl es mir danach. Er sorgt dafür, dass a. er mit in die Kirche geht und der Pfarrer über Lazarus spricht, b. er sich weigert und über den beschaulichen Friedhof zum Grab seines Vaters geht, c. er antwortet, lass mal, wir sehen uns morgen, ich repariere dir endlich dein Licht über der Kellertreppe. Ich glaube, C ist sowieso passiert, weil das scheint die alte Dame von der Polizeistation zu sein, die ja hier dem Polizisten erzählt, dass er heute vorbeikommen und das wollte, um das zu reparieren. Also gehen wir davon aus, das ist, wie hieß er? Randolph und seine Harley. Mutter. Harley und seine Oma, würde ich sagen. Ich glaube, Randolph und seine Mutter, oder? Ach so, ja, Randolph, ja, stimmt. Lazarus ist ja wieder auferstanden. Eben. Und wenn die da erfahren von Lazarus, könnte das dazu führen, dass die in dem Grab herumbuddeln und versuchen, dass sie dort auch wieder jemanden auferstehen lassen können. Ja. Vielleicht bringt das alles in Also Motivation. Das könnte schlecht sein. Ja, so wenn das 1923 schon ein Priester sagt, ein Angesehener. Also Variante B wäre, er weigert sich, in die Kirche zu gehen. Ja. Und geht zum beschaulichen Friedhof zum Grab seines Vaters. Und vielleicht sinniert er darüber, dass es eine schlechte Idee ist, in den Friedhof zu gehen, in den Sumpf, um irgendwas auszubuddeln. Ich wäre auch für B, weil ich denke auch, also wir hatten ja das blaugraue Pulver, was auch irgendwie beschrieben wurde als kann Tote wieder erwecken. Und ja, wenn dann auch noch, außer dass es in dubiosen Büchern drin steht, auch noch in der Kirche erzählt wird, dass Tote auferweckt werden das können. Passt zusammen. Das passt also zusammen. Das ist für mich schlecht. Gut, dann wer ist B? 9b. Wir gehen zum Grab unseres Vaters. Ja. Und. Plus, ich habe einen Plus gesehen. Plus 1. Oh, ja, sehr krass. Gut. Sehr gut. Wir haben noch zwei Hinweise und noch zwei Karten. Das heißt, wir können jetzt beide Hinweise raushauen. Ja. Ich werfe auf jeden Fall den Hinweis raus jetzt. Aber was sehen wir uns an? Wir haben noch 38 Sekunden vorm Tod, ein Monat, ein Jahr, 9 Jahre und 30 Jahre. Ich möchte noch mal kurz vor den Tod gehen. Bitte sehr. Vor 38 Sekunden, Friedhof im Sumpf, 30. Juli 1923, 2.46 Uhr nachts. Harley. Herrgott, wenn du sehen könntest, was ich sehe. Carter, es ist... Randolph? Harley, was ist das? Was ist das? Harley? Es ist unvorstellbar. Ich wage nicht, es dir zu sagen. Niemanden, der davon weiß, kann weiterleben. Großer Gott, hätte ich das geahnt. Carter, um Gottes Willen, lauf weg, wenn du kannst. Du hast nur diese eine Chance. Tu, was ich dir sage und frag nicht, warum. Randolph? Halte durch, ich komm runter. Harley? Nein, du begreifst nicht. Es ist zu spät. Es gibt nichts, was du oder irgendjemand anders noch tun kann. 1:1 eigentlich die Konversation aus, die Aussage des Randolph Carter. Ihr sorgt dafür, dass Randolph a. gefasst die Treppe hinabsteigt, b. voller Grauen die Flucht ergreift, c. in panischer Angst versucht, die Grabplatte zu schließen. Also, was wir da jetzt tun, hat im ursprünglichen Fall zum Herzinfarkt geführt. Mhm. Wenn wir weglaufen, nicht, oder? Ja, ich wäre auch für weglaufen. Wenn der sagt, wir sollen weglaufen, dann laufen wir weg, oder? Also wir haben auf jeden Fall zwei Hinweise. Wir nehmen den Hinweis. Hinweis, auf jeden Fall Hinweis. Grabplatte. Dann lies uns mal die Grabplatte vor. Grabplatte kommt in See vor. Die schließen. Die Grabplatte ist aus massivem, schweren Stein. Ihre Unterseite zeigt als Schutzrune einen zerkratzten, fünfzackigen Stern. Ob dieser wohl als Schutzzeichen noch brauchbar ist, ist er wahrscheinlich. Die Frage ist, können wir die schließen? Nein, ich glaube nicht, wenn wir das probieren, das funktioniert nicht. Naja, aber ich glaube nicht, dass das hier irgendwie eine Rolle spielt. Naja, wir bleiben da und dann sterben wir. Also wir können laufen. Oder runtergehen. Runtergehen ist auch sterben. Runtergehen ist auch sterben. Voller Grauen die Flucht ergreifen wäre die Spinne. Oh, verdammt. Das ändert das Sache ein bisschen. Ich finde nicht. Ich finde auch nicht.
Wegrennen ist immer die sichere Variante bei Geschwindigkeit. Ja, aber nicht immer die beste. Sicher ja, aber nicht immer die beste. Ja, was denkst du ist besser? Wenn er rennt, bekommt er keinen Herzinfarkt, oder? Ja. Wieso nicht? Er hat das Grauen noch nicht gesehen. Eben. Ja, und die grausliche Stimme auch noch nicht gehört. Also was da drunten ist, kommt jetzt drauf. Und wir können wahrscheinlich in der Zeit die Grabplatte nicht mehr schließen. Wenn wir hinuntergehen, dann laufen wir ihm direkt in die Arme. Also es hört sich schon vernünftig an, einfach wegzulaufen. Aber da sind jetzt Carter und Harley unten? Ja. Also Harley ist unten und Randolph ist hier oben. Ich würde trotzdem weglaufen. Egal, ja. wer ja. ist. C. Ja. Nein, nicht C. C ist laufen. B ist laufen. B, voller Grauen, die Flucht ergreifen. B. Und B ist plus 2. Yes! Wahnsinn. Wähle jetzt eine der folgenden drei Symbole. Spinne, Auge, Totenschädel. Für jeden weiteren Wahnsinn bis zum dritten müsst ihr ein anderes Symbol wählen. Am Spielende zählen Minuspunkte von Antworten mit gewählten Symbolen doppelt. Wir haben die Spinne gewählt. Ne, wir nehmen den Totenkopf, denn der ist noch nicht da. Ne? Genau. Okay, den Totenkopf. Okay, die letzte Karte. Die letzte Karte. Okay. Wie viele Punkte haben wir? Noch sieht's gut aus. 1, 2, 3, 4, 3, 5. Oh. Also eine plus 2 wäre nicht schlecht, ne? Noch eine. 5 ist, glaube ich, schon mal ganz, ich habe keine ganz okay. Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, wie die Wertung da aussieht. Okay. Patrick, wählen also, Sie. Ich wäre eigentlich für die 7, weil das ein komisches Symbol um ist. Ja. Nur zwecks der Spannung. Das ist einfach Privathaus in Arkham. Ne? Ja, für einen Monat. Interessiert mich nicht. Mich interessiert nur diese 7 hier. Und wir haben noch einen Hinweis. Das hast du bitte das auf jeden Fall gelesen. Ja, okay. Bitte. Du entscheidest. Ich meine, ich möchte das hier, dass, wenn ihr eine bessere Idee habt oder so. Nein. Gut, dann vor einem Monat, Privathaus in Arkham, 22. Juni 1923, 9.34 Uhr morgens. Ding dong. Irgendetwas stimmt hier nicht. Unwohl schaut der Postbote auf das Paket aus Indien und wartet. Er schwitzt, weiß aber nicht warum. Endlich öffnet ein junger Mann die Tür und nimmt freudig das Paket entgegen. Offensichtlich hat er sich schon lange herbeigesehnt. Befreit verabschiedet sich der Postbote, während der junge Mann vor Erwartung bebend das rote Leder entfernt. Voller Spannung setzt er seine Brille auf, um die unverständlichen Zeichen des uralten Buches zu entziffern. Seine Augen leuchten auf. Er lächelt, da er nun nach langer Sehnsucht Gewissheit hat. Ihr sorgt dafür, dass... Das Zeichen halt. Das Buch vor Legionen von teuflischen Wesen warnt. Das Schriftzeichen vor seinen Augen verschwimmt und sich verändert. Oder... Der Mann die Seiten herausreißt und verschlingt. Er ist ein Geschreibsel. Was sind diese Zeichen? Hinweis? Ein unverständliches Schriftzeichen scheinen nicht von dieser Welt. Dennoch kann der junge Mann sie lesen und fühlt sich in seiner Theorie bestätigt. Ja, das habe ich auch schon gewusst, dass er sie lesen kann. Okay. Das ist wohl... Das könnte das Buch sein. Das ist das Buch. Das ist das... Ah ja, das ist das Buch. Ja, aber das hört sich alles... Weil wir einfach gerannt sind. Wir könnten jetzt was wissen. Also wir haben den Totenschädel Ach, und Scheiße, die Spinne. Wir könnten wissen, das heißt, was da drin steht in dem Buch. Die einzige sichere Ach Sache Gott. Ist, der Mann reißt die Seiten heraus und verschlingt sie. Das war die einzige sichere. Also ich glaube, von Heerscharen von bösen Wesen lassen wir uns nicht beeindrucken. Das Buch warnt vor teuflischen Wesen. Die Schriftzeichen verändern sich. Oder der Mann verschlingt die Seiten. Warum würde er das Seiten essen? Aber wenn es warnt, also wenn es gut warnt, wenn es abschreckend warnt? Also ich bin für C, weil wenn wir schon wahnsinnig sind, dann können wir nichts mehr machen am Ende. Dann sind wir schon... C ist auch die sichere Antwort. Also ich gehe davon aus, dass wir bei Wahl C jetzt schon wahnsinnig werden vom Lesen des Buches und dann ist vorbei, weil dann können wir nicht mehr ins Grab runtersteigen. Pff, ja, keine Ahnung, ne? Ich würde die Seiten verschlingen. Wäre ich auch dafür. Naja, aber wenn sie ihn warnt... Wenn sie ihn warnt, das ist auch eine dann valide Möglichkeit. Dann macht er den Blödsinn vielleicht gar nicht erst. Oder er glaubt, er kann was dagegen tun mit dem Pulver. Oder so. Oder er wird wahnsinnig und wird eingesperrt. Wenn sich die Schriftzeichen ändern... Versteht er sie vielleicht besser? Er versteht sie jetzt schon. Oder nicht mehr? Und er kommt nicht mehr auf einen richtigen Hinweis. Das könnte auch sein. Das ist alles gleich schlecht. Mhm. Vom Gefühl her.
Aber wenn die Seiten gegessen sind, dann kann Randolph sie nicht mehr lesen. Ja. Falls er sie jemals lesen konnte. Es hat schon irgendwie eine Logik, oder? Wenn er sie isst. Irgendwie sind alle drei Sachen ziemlich gut. Ich finde die alle schlecht. Aber ich wäre für C, weil es die sichere Antwort ist. Wenn es Minuspunkte sind, werden sie nicht verdoppelt. Ja, dann Decke auf. Und C ist... Minus 1. Ach Gott. Und es ist die letzte Wahnsinn. Also sind es minus 2. Scheiße. Achso, nein, das ist eine sichere Option. Okay, weil sichere Option. Das heißt, wir sind jetzt auf 4 Punkte. Aber müssen wir jetzt noch immer dann den Wahnsinn abhandeln? Müssen wir jetzt das dritte Symbol auch nehmen? Naja, nee. Es, wer spielt nicht? Na, eigentlich ja. Eigentlich ja. Denn eigentlich es zählt ja. Ach so, Mist. Gut, dann haben wir jetzt nur mal. Jetzt haben dann wir nichts minus mehr. 4 Punkte. Ja. Dann haben wir plus, warte, 1, 2, 0, 3, 4, 0, plus 2. Also wir haben 2 Punkte. Och Leute, wir hatten es fast. 2 Punkte. Wären wir hier nur mutiger gewesen. Nein, hätten wir da nicht die Seiten gegessen. Ja, okay. Ja, wir wissen ehrlich, okay. Es könnte auch sein, dass es noch schlimmer gewesen wäre. Ja, also jetzt ist es, na okay. Handeln wir das Ganze mal ab. Wir haben jetzt also, 2 Punkte. Wir haben 2 Punkte, so. 0, 1, 2, 0, 2, ja, 2 Punkte. Punkte. Wir haben 2 Punkte. Gut, puh, es gibt hier schlecht. Ein Kärtchen Ende der Geschichte. Das drehen wir jetzt um und da lesen wir, was bei 2 Punkte steht. Versagst. Ja. 2 Punkte. Glückwunsch! Ihr habt es tatsächlich geschafft, den Tod zu verhindern. What? Okay. Es hat gereicht. Was? Okay. Wirklich? Ja, wirklich? 4 Punkte wären gewesen. Unglaublich, ihr seid Meister der Schicksalsfäden und konntet nicht nur den Tod verhindern, sondern das Leben des Geretteten bis weit in die Zukunft glücklich beeinflussen. Aha. Puh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Man braucht tatsächlich nur 2 Punkte, um das hier zu schaffen. Yes. 1 wäre noch gewesen, ihr wart dicht dran. Aber das Schicksal hat dennoch unbarmherzig zugeschlagen. Ja, auf der anderen Seite ist es Cthulhu, das ist halt extra schwer. Puh, wir haben es echt geschafft mit 2. Gibt's noch... Was eine Konklusion? Ja, es gibt noch mehr. Wollt ihr wissen, wie die Geschichte ursprünglich gelaufen ist? Ja, ja. Erzählen Sie. Was tatsächlich geschah? Der Verstorbene heißt Randolph Carter und wuchs mit seiner Mutter in Arkham auf. Seine Eltern hatten zunächst ein uneheliches Kind, das jedoch verstarb und im Geheimen auf einem abgelegenen Friedhof beigesetzt wurde. Mhm. Es war das Bündel. Sein Vater findet das Grab später jedoch leer und entweiht vor. Seitdem sprach der Vater mit niemandem mehr, auch nicht mit seinem Sohn Randolph. Als Randolph 5 Jahre alt war, starb sein Vater in einer Nervenheilanstalt. Von klein auf war Randolph ein körperlich schwacher Junge mit vielerlei Ängsten. Als er nach der Schule plant zu studieren, entscheidet er sich für seine Heimatstadt Arkham, um seiner Mutter weiterhin nahe sein zu können. Während des Studiums lernt er Harley Warren kennen, einen verschrobenen Gleichaltrigen. Dieser hat die Faszination verbotener Bücher entdeckt, deren Wissen er nutzen möchte, um überirdische Kräfte zu erhalten. In einem der Bücher ist von einem Ding unter der Erde die Rede, das unglaubliche Macht verleihen soll. Da Harley weiß, dass er für seinen Plan, das Ding zu finden, Hilfe benötigt, nutzt er Randolphs latente Faszination und Willensschwäche, um ihn zu seinem folgsamen Gehilfen zu machen. Harley hat die Theorie, dass wenn eine Seele im Körper eines Verstorbenen verbleibt, die Leiche nicht verfällt. Dies bestätigt sich, als sie gemeinsam eine jahrhundertealte, doch unversehrte Leiche öffnen und dabei die Seele austritt und der Körper unmittelbar zerfällt. Harley stellt danach die Theorie auf, dass es möglich ist, Unsterblichkeit zu erlangen, indem man die eigene Seele in einem magischen Gefäß konserviert. Eine Faszination, der sich beide nicht entziehen können. In einem uralten, verbotenen Buch, das vor 50 Millionen Jahren von zeitreisenden Wesen verfasst wurde, ist von einem solchen Gefäß die Rede. Und Harley vermutet dieses Ding tief unter der Erde auf einem alten Friedhof im nahegelegenen Sumpf. Hier setzt nun die Handlung einer Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft ein. Die zwei Männer öffnen eine Gruft, in der eine Treppe in die Tiefe führt. Harley geht allein nach unten und nimmt jedoch ein Telefon mit,
das durch ein Kabel mit einem zweiten Apparat verbunden ist. Durch diesen kann Randolph nicht nur hören, was sein Freund unter der Erde entdeckt, sondern erlebt auch dessen zunehmenden Wahnsinn, hervorgerufen durch die schrecklichen Dinge, die dieser sieht. Harleys Worte versetzen den wartenden Randolph in schieres Grauen. Er wird von seinen Ängsten so sehr übermannt, dass sein schwaches Herz versagt und er stirbt. Somit erlag er, wie sein Vater, dem Grauen des Friedhofs. Was genau es bedeutet, dass der Polizist den Körper Harleys am nächsten Tag durch Arkham gehen sieht, überlassen wir eurer Fantasie. Also das hätte wahrscheinlich kommen können, wenn er eine Suchaktion losgeschickt hätte. Falls ihr neugierig seid, welche Entscheidungen besonders wichtig waren, könnt ihr dies auf der nächsten Karte nachlesen. Nein, wir schauen nach. Naja, jetzt hätten wir noch eine Übersicht. Also, die Karte Nummer 3 war sehr wichtig. Mhm. Soll ich die vorlesen? Ja. Vor 30 Jahren, ein Anwesen nahe Arkham. Ein Mann Mitte 30 betritt keuchend sein Wohnzimmer. Kalter Schweiß steht ihm auf der Stirn. Wortlos lässt er den dreckigen Spaten fallen und setzt sich mit schlammverschmierter Kleidung in den Sessel. Er ist zu entsetzt, um zu weinen. Er denkt an sein schwaches Herz und versucht, sich zu beruhigen. Seit diesem Tag hat er nie wieder ein Wort gesprochen, weder zu seiner Frau noch zu seinem Sohn, der 2 Jahre später zur Welt kommen wird. Als dieser 5 Jahre alt wird, lässt sich der Mann wegen seiner Ängste freiwillig in den Nervenheilanstalt einweisen, wo er wenig später stirbt. Also, er hat ja das Bündel vergraben. Oder hat er wieder was vergraben? Ja, das war das erste Kind. Weil das war vor 31 Jahren, das war jetzt vor 30 Jahren. Ein Jahr später. Okay. Mhm. Hat er wieder was vergraben? Das war Randolph jetzt. Das war der Vater. Nein, laut dem hier war das Randolph. Und man kann hier, was sind die Aktionen? Ja, ihr sagt dafür, dass das sein Sohn folgendes von ihm erbt. Okay, da ist so recht, es war nicht Randolph. Seine Angst vor Büchern, seinen Mut, das Undenkbare zu wagen oder seine Angst vor dem Untergrund. Genau, und wenn man... Ich würde sagen, seine Angst vor Büchern. Genau. Also jetzt im Nachhinein ist es easy, weil die Angst vor Büchern... Ja, dann hätte er nicht studiert und hätte ja, niemals genau. Warren kennengelernt. Genau. Aber was ich nicht verstehe, ist, er hat da irgendetwas eingegraben. Das war vor 30 Jahren. Aber vor 31 Jahren waren wir auf dem Friedhof. Ich würde vermuten, das ist einfach ein Druckfehler. Weil es ist ja auch der 10. Februar. Ich meine, wir wissen nicht, wo der Sumpf ist. Vielleicht. Nein. Hat es ein Jahr gedauert, zurückzukommen? Nein. Dann hätten wir die Karte 11b, das haben wir gemacht, nämlich zu fliehen. Das war genau. Eine der Entscheidungen, die meisten Punkte bringt. Eine Flucht hätte Randolph hier vor weiterem Schrecken bewahrt und sein Herz geschont. Bei 7 mit den hätten wir B nehmen müssen, die Schriftzeichen verändern. 0 Punkte? Nein, plus 1. Ja, oh, ja. Plus 1, genau. Okay. Dann bleiben noch 2. Die Karte 5, hatten wir die? Ja, die hatten wir. Die hatten wir. Da haben wir C genommen. Das verfaulte Buch der Unsichtbarkeit ist das, was... Das war richtig. Ja. Das war das Beste, das wir da erreichen konnten. Ja. Mhm. Und dann wären noch 4. Hatten wir die Karte? Nein. Oh, die hatten wir nicht. Soll ich sie mal vorlesen? Ja, lese sie mal vor. Das ist dann das Letzte. Vor 9 Jahren ein Anwesen nahe Arkham. 23. Mai 1914 am Morgen. Nachdenklich sitzt der Verstorbene in seinem Elternhaus am Schreibtisch. Vor ihm ein Blatt Papier mit folgenden Notizen. Studiengänge. Arabisch in Providence. Interessante Kulturen, gefährliche Länder, Fragezeichen. Englisch in Arkham. Leichte Arbeit zu finden, bei Mutter, Reisen, Fragezeichen. Deutsch im Elsass, ausreichend einsetzbar, Fragezeichen. Europa und Großstadt, Fragezeichen. Ihr sorgt dafür, dass er folgendes Studium beginnt. Arabisch, Englisch, Deutsch. 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 Okay. Klare Sache. Ja. -1. Nein, es war nicht Deutsch. Nicht Deutsch? Das wäre A. Arabisch. Okay. Also er muss, hier geht es darum, dass er außerhalb Arkhams studiert. Ja, aber warum gibt dann Deutsch -1? Das ist so weit weg, wie es geht. Ja, um diese Zeit ein Deutsch zu sein, war immer schlecht. 1914. Naja, Deutsch ist in Elsass. Ja. Kann das sein? Ja, das hätte ihn wenige Wochen später in die Wirren des Ersten Weltkriegs gestürzt. Und da wäre er wieder. Aber er stimmt, ja. Dann wäre er wieder zurückgekommen. Ach so, okay. Und er hätte wahrscheinlich noch einen zusätzlichen Schaden gehabt. Also außerhalb Arkhams, aber nicht Deutsch. Okay.
Ja gut, es ist ein bisschen schwierig, darauf zu kommen. Ja, aber stimmt, eigentlich, wenn man sich die Jahreszahl anschaut. Ja, 14, ist aber bei Lazarus war es ja auch so, ne? Das war auch richtig, übrigens, diese Schlussfolgerung. Bibel ließ Jesus das Grab des verstorbenen Lazarus öffnen und erweckte ihn zum Leben. Ja, das wussten wir auch, ja. Auch so. Wir wollten noch wissen, was das Wesen ist vor 50 okay, Millionen ja. Jahren. Lies vor. Die friedfertigen Wesen der YITH unternehmen Zeitreisen in alle Epochen und Teile der Galaxie. Das rote Buch wird ca. 50 Millionen Jahre später von Harley Warren entziffert. Wir hätten mit ihnen sprechen können. Zu fliehen war da nicht gut. Die beste Variante wäre B gewesen. Versucht, das Buch zu entreißen. Ja. Ja, das war's auch schon. Das war Andu. Verbotenes Wissen hieß es, glaube ich. Ja, ganz genau, verbotenes Wissen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Sagt uns gern, ob ihr mehr solche Spiele mit uns sehen wollt. Für Andu gibt es ja noch diverse andere Fälle, die man spielen kann. Nicht im Cthulhu-Universum, sondern komplett quer durch die Bank. Im Cthulhu-Universum ist das tatsächlich der einzige Fall, den es bislang gibt. Dann gäbe es natürlich auch noch das Mythos Tales Erzählspiel, das wir uns nebenbei mal ansehen könnten, wenn ihr Interesse habt. Das ist etwas längeres und da spielt man 9 Fälle in Arkham, die zusammenhängen. Und ist auch ein Erzählspiel, wo man diese Fälle halt auflöst. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht die sind, aber wenn euch das interessiert, können wir das gerne mal machen. Ich wäre da auf jeden Fall interessiert, das auszuprobieren. Lasst uns gern wissen, ob da ja, von eurer Seite Interesse auf mehr besteht. Dann können wir das künftig öfter mal einstreuen. Danke an euch alle und danke, dass ihr mit dabei wart. Bis bald.